Okay, also mein Name ist Ralf Staudemeyer, ich bin No Aircon. Dieser Vortrag ist jetzt auf dem Beamer zu sehen. Zero Cost Security Monitoring. Das Pseudonym No Aircon kommt von, ich habe 2 Jahre in Fidschi unterrichtet an der University of South Pacific und ich hatte keinen Airconditioner, deswegen No Aircon, bevor die Frage war. Also Fidschi ist Südpazifik, ist in den Tropen. Ja, ich bin Autor des Navi Oeyasinghe Kochbuches, beziehungsweise Mitautor. Ich bin eigentlich, mache eigentlich Forschung im Bereich Intrusion Detection und nutze dafür maschinelle Lernalgorithmen. Und ich habe 5 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet als Netzwerkadministrator, quasi als Brückenzeit, um meine Promotion damals zu finanzieren. Und habe mich da sehr viel mit Nagios auseinandergesetzt und habe meine Erfahrung halt in einem Buch zusammengepackt. Eine Baustelle, die ich nie richtig abgeschlossen habe, ist, es ist Security Monitoring. Da ging es ein bisschen, ich werde mal hier einfach mal weitergehen. Genau, ich fange mal so an, worum es in diesem Vortrag nicht geht, weil das ist immer irgendwie so eine Erwartungshaltung, die ich dann am Ende nicht erfüllen kann. Also in diesem Vortrag geht es nicht darum, dass dieser Vortrag wird euer Netz nicht sicher machen. Ach so, ganz kurz, soll ich den Vortrag für Deutsch auf Englisch halten? Spricht jemand nicht Deutsch? Anyone here who's not speaking German? So I can give this talk in English as well, but if it's not necessary, I can give it in German. There's no one who understands German. Sorry? There's no one who understands English. Yeah. There's no, okay. Okay, so the slides are in English, but I will give the talk in German now. Is that okay? Okay. Okay, also es geht im Vortrag nicht darum, also euer Netz wird nicht sicherer sein nach dem Vortrag, euer Intrusion Detection, also euer Monitoring-System wird nicht sicherer sein und das ist jetzt keine Lösung, die ich für irgendwas anbiete. Ich gebe hier Ideen und würde ganz gern von euch auch ein paar Ideen zurückbekommen. Die Ideen, die ich hier vorstelle, helfen euch dabei, euer Monitoring-System so zu erweitern, dass ihr die Möglichkeit habt, sicherheitsrelevante Vorfälle zu entdecken. Und zwar das Gleiche, was ich mit einem Intrusion Detection System mache, wo ich Eigenschaften eines Netzes, einen Lernalgorithmus damit trainiere und der probiert, Korrelation beispielsweise zwischen Netzwerkverkehr und einem bestimmten Angriffstyp herzustellen. Das Gleiche, wir sind dazu als Menschen auch fähig, dazu müssen wir die Daten, also die Informationen aber visualisieren. Und ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die eigentlich auch zu einem normalen Monitoring dazugehören, die es, wenn man das visuell darstellt, hatte man als Netzwerkadministrator eine bessere Chance zu erkennen, wenn man ein Problem hat, nicht nur ein Netzwerkproblem oder dass ein Dienst ausfällt, sondern vielleicht auch ein Sicherheitsproblem, wo man sich dann Experten ranholen kann und sagen, schau dir das mal genau an, ich habe hier ein Problem, ich weiß aber nicht genau, was das ist. Ich gebe Ideen und es gibt viele, viele Lücken hier und über einige bin ich mir bewusst, da kann ich einen separaten Vortrag drüber halten. Andere weiß ich vielleicht nicht. Ich würde darum bitten, mir Feedback zu geben über E-Mail oder über die Webseite zum Buch oder über Twitter oder Diaspora. Die Kontakte stehen hier. Und da würde ich mich freuen, wenn ich ein bisschen Rückmeldung bekomme. So, ich fange immer ganz gern an mit einer Geschichte. Also wie gesagt, ich hab als Wissenschaftler einen Ausflug quasi in eine Funktionsstelle gemacht und war dann mal selber Netzwerkadministrator, habe ein großes Netz gebaut, eine Umstellung irgendwie von einem alten ATM-Netz auf eine 10-Gigabit-Architektur mit einem 200-Gigabit-Core und größere Infrastruktur, viele Gebäude, 1,5 Millionen Euro. So, und da war damals die Anforderung, ja, Sicherheit, Firewall, alles total wichtig, machen Sie mal. Ne?
Und da war ein Budget von 300.000 Euro, nur mal um das Verhältnis zu sehen. Und am Ende, nachdem die Infrastruktur fertig war, war das Budget 100.000, 30.000. Und am Ende war die Anforderung, kriegen Sie das nicht irgendwie auch so hin? Na? So. Und so kam dann halt diese Idee mit dem Zero-Cost-Security-Monitoring. Also da war jetzt zumindest ein Nagios oder später Ezinga-System am Laufen. Und die Idee war, naja, wenn wir schon Studenten haben, die sich das angucken können, die ganzen tollen Graphen, dann können wir das vielleicht so aufbauen, dass der Student irgendwie versteht, was in unserem Netz normalerweise los ist, was in unserem Dienst normalerweise los ist. Und auch wenn Anomalien entstehen, die nicht darauf hinweisen, dass der Dienst nicht mehr funktioniert, sondern darauf hinweisen, dass dieser Dienst anderweitige Probleme hat, dann können die damit identifiziert werden. Das ist die Idee. Wurde nie zu Ende implementiert. Ich bin dann irgendwann, habe dann irgendwann weitergezogen. Aber die Idee bleibt halt. So. Open Source Security Monitoring. Ich nehme an, dass alle von euch irgendeine Art von Monitoring-System benutzen. Also Nagios, Ezinga oder eins dieser zahlreichen Forks. Ist das richtig? Wer benutzt denn hier kein Monitoring-System? Okay, schön. Also im Endeffekt ist Nagios selber und auch die Forks irgendwie, die haben sich bewiesen in einem relativ langen Zeitraum. Es gibt eine große Nutzergemeinschaft, es gibt unendlich viele Plugins, einige, die man benutzen kann, andere, die man nicht benutzen sollte. Und ein Ezinga oder Nagios-System lässt sich sehr, sehr stark den Bedürfnissen anpassen, die man an eine bestimmte Umgebung hat. Und ja, das Graphen ist möglich und es lässt sich auch ein bisschen Eye-Candy mit sowas wie NACVES irgendwie zusammenbauen, was den bestimmten Bedürfnissen auch irgendwie mehr gerecht wird. So, es gibt eine Grundannahme, die ich gerne auch vorher definieren würde. Man muss wissen, man ist nicht in der Lage, das eigene System oder das Netz, was man betreut, sicher zu bekommen. Das wird immer unsicher sein. Aber was wir halt machen können, wir können Aspekte beobachten, die auf ein Problem hinweisen. Das heißt also, wir können ja Redundanzen einbauen, wenn wir Switche haben und ein Switch wird ausfallen, dass der andere Switch aktiv wird. Wenn wir nicht überwachen, dass der Backup-Switch jetzt aktiv ist, dann werden wir wieder erst das Problem mitkriegen, irgendwie wenn dann beide unten sind und leider das Backup-Gerät im Storage irgendwie auch schon irgendwie genutzt wurde. Wenn wir das nicht überwachen, haben wir das Problem trotzdem. Ne? Also selbst wenn wir Redundanzen haben und beim Security ist es genauso. Ein System mag nicht gehackt sein oder zusammenbrechen, es gibt aber einen Prozess, der dahin führt und da können wir frühzeitig irgendwie nach Hinweisen suchen. Also um früh zu erkennen, wenn irgendwas schief läuft. Ganz wichtig sind historische Daten. Zum einen ganz wichtig, wenn man Monitoring-System betreibt, wirklich auch Graphen, was irgendwie geht. Und ganz, ganz wichtig, Logdaten wegfahren. Das heißt, alle Geräte, die man überwacht, die Logdaten auf zentralen Log-Server, die in Verbindung mit den Performance-Daten sind Logdaten super hilfreich. Gut, als Resultat hätte ich ganz gerne, oder ich habe ja die erste Vorschläge damit, ich habe etwa 30 mögliche Szenarien, die man monitoren kann, die ich der Meinung bin, dass sie helfen, um Sicherheitsprobleme zu identifizieren. Ich habe das auf 10 Sachen reduziert, neben Standardchecks, die man sowieso machen sollte. Das fasse ich dann gleich auch nochmal zusammen. Also, ich glaube, ich brauche euch nicht erklären, wie man so ein Monitoring-System aufbaut, wenn ihr das sowieso alles schon hattet. Die relevanten Punkte sind dann vielleicht noch, wer fährt ein größeres Netz ohne Management-Netz? Also kein Outbound-Netz. Okay, out of band, ja. Also, ein Produktionsnetz mit in einem Bereich, sag ich mal, 20, 30 Rechner,
nicht visualisiert, sondern tatsächlich eine Reihe von separaten Kisten. Eine Switch-Infrastruktur, würde ich sagen, von mindestens 3, 4 Switchen und einem etwas stärkeren, möglichst redundanten Core. Das ist, was ich schon so also Richtung größeres Netz gehen würde. Was ich mit Out-of-Band meine, ist, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann mache ich ein separates WLAN, was nicht geroutet wird, wo ich den Managementverkehr durchleite. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Switch irgendwie konfigurieren will, dann sollte ich das vielleicht nicht über mein normales Nutzernetz machen. Gerade wenn einige Leute meinen, immer noch zu Telnetten. Und dieses Outband-Netz, also idealerweise separater Switch, billiger HP-Switch oder irgendwie sowas, und da einfach separates Management rüberfahren. Und dann kann man im Endeffekt das Monitoring auch über dieses Outband-Netz fahren, abgesehen von Availability-Checks. Also natürlich, wenn ich prüfen möchte, ob ein bestimmter Dienst oder bestimmter Rechner für den Nutzer erreichbar ist, dann brauche ich das nicht über das Management-Netz machen. Das ist keine gute Idee. Na? Aber durchaus irgendwie alles, was geht, alle Abfragen, die nicht unbedingt nutzerseitig durchgeführt werden, übers Outband-Management zu machen. Dann auf jeden Fall neben Availability auch irgendwie Standard-Checks. Irgendwie, ich habe die auch gleich nochmal zusammengeführt. Performance-Daten hatte ich schon erwähnt. Ach genau, und Security-Updates. Wer Security-Updates automatisiert einfährt auf seinen Systemen, wie zum Beispiel unter Debian mit Unattended Upgrades oder Ubuntu oder halt unter Windows meinetwegen auch, wer es unbedingt benutzen muss. Es ist relativ einfach zu prüfen, ob so ein Check durchgelaufen ist oder einfach auch mal zu prüfen, braucht das System jetzt einen Reboot? Ne? So ein Check ist ganz einfach, würde ich wirklich zu raten, das zu machen. Wer automatisiert Updates macht, Sicherheitsupdates, aber nie prüft, ob die tatsächlich durchlaufen, ist ein Problem. Achso, und es gilt übrigens auch irgendwie für Firmwares von irgendwelchen Switchen. Ne? Ganz einfach, eine Blacklist haben, gucken, gibt es irgendwelche sicherheitsrelevanten Vorfälle, was eine bestimmte Firmware angeht, und einfach automatisch im Netz durchprobieren, ob ich nicht gerade irgendeine Firmware drauf habe, als Primary oder Secondary, ne? Die ich gar nicht am Laufen haben will. Na, und dann, dass man automatisch einen Alarm bekommt und dann halt irgendwie die Firma es entsprechend irgendwie updaten kann. Ganz wichtig, wenn man zwei Images hat, würde ich sehr empfehlen, immer ein stabiles zu haben und ein Test-Image. Und das Test-Image mit den neuen Features, wenn das abschmiert, das automatisch ins stabile Image gebootet wird. Na? Ups. Halt. So, wenn man einen Monitoring-Server betreibt, gerade wenn es ein Nagios-basiertes System ist, das ist nicht für Sicherheit gebaut worden. Also Nagios lässt sich ziemlich schnell angreifen, so auch die Nagios-Derivate, sofern sie nicht irgendwie neu gecodet wurden. Ich würde sehr empfehlen, einen eigenen Monitoring-Server zu fahren, also eigene Hardware. Das muss ja keine besonders aufwendige Hardware sein. Darauf zu achten, dass der Nagios oder Singer-Prozess nicht als Root läuft und dass das System nicht über HTTP erreichbar ist, sondern nur HTTPS. Man kann viele andere Probleme auch angehen, aber ich würde es auf die drei Sachen kann man sich gut merken. Ne? Diese drei Sachen meines Erachtens sind am wichtigsten, dass man mal guckt, ob man das entsprechend umgesetzt hat. Und natürlich, idealerweise, ist das System nur übers Management erreichbar, übers Management-Netz. Aber das ist ja nicht immer umsetzbar. So, andere Sicherheitsprobleme, klar, so, hatte ich schon erwähnt, so weit wie möglich irgendwie Plugins out of band irgendwie fahren. Das geht mit den Erreichbarkeitschecks nicht. Ich würde dazu anraten, keine Binary-Plugins zu nehmen, außer man hat selber kompiliert. Natürlich, Binary ist wesentlich schneller, als wenn man irgendein Skript hat. Ich meine, wer würde auf irgendeinem Produktivserver irgendein Binary ausführen? Und genau das passiert irgendwie. Die Leute laden sich irgendwie bei Monitoring-Plugins irgendwelche Binaries. Mal gucken, funktioniert das? Ja? Das ist sicher nicht irgendwie eine gute Idee.
Deswegen irgendwie Plugins angucken. Wenn es ein Skript ist, kann man es lesen irgendwie. Wenn es halt C-Code ist, was man halt kompilieren kann, was ein bisschen flotter ist, zumindest mal reinschauen oder zumindest einen Kollegen fragen, ob der das irgendwie nachvollziehen kann, was da in dem Plugin gemacht wird. Also Remote Execution, also lokale, also Plugins, die lokal ausgeführt werden müssen, wo also nicht ein externer Dienst, sondern ein interner Dienst geprüft wird, wo das Nagios oder das Singer-System das lokale Plugin triggern muss, da würde ich zwei Zugriffsmechanismen irgendwie nahelegen, einmal über SNMP V3, ja, unter Windows geht es nicht, ja, SNMP depreciated unter Windows 2012, aber zumindest, wenn man halt mit dem Unix-System oder einem anderen anständigen System irgendwie umgehen muss, dann sollte SNMP V3 möglich sein und dann check SNMP. Ich zeige später noch, wie man Plugins damit ausführen kann. Das ist relativ einfach. Und das Gleiche geht auch mit SSH. Ein Schlüssel bilden, was mit einem Kommando verknüpft ist, wo die Parameter mit drin sind. Und dann einfach eine Verbindung zum Zielserver aufbauen, wo dann nur genau mit der einen SSH-Verbindung das eine Kommando ausgeführt wird und ein Rückgabewert zurückkommt, was dann das Nagios auswerten kann. Es gibt dann auch NAPE. NAPE unterstützt SSL, das ist aber kaputt. Das heißt, es gibt ein festes Zertifikat da drin. Man in the Middle ist möglich. Es gibt seit Jahren einen Patch dafür, der aber nicht eingepflegt wurde. Ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, aber NAPE würde ich als nicht sicher jetzt erstmal setzen und NAPE, wenn es irgendwie möglich ist, nur übers Outbandnetz machen. Noch schlimmer ist es mit NS-Client und SNMP V1, Katastrophe. 2C, da lässt sich zumindest irgendwie einschränken, von wem woher der Check kommt und welche OIDs oder welcher Subtree irgendwie abgelaufen werden kann. Genau, habe ich auch total oft gehört. SNMP V3, das kann ja keiner konfigurieren, ist ja viel zu schwierig. Also, gibt es hier einen Laser oder sowas? Nee. Also, das Grüne ist der SNMP V3-Part und was ich durchgestrichen habe, ist der SNMP V2-Part. Das heißt, das ist die einzige Modifikation. Ich muss einen Nutzer kreieren, ich muss eine Passphrase setzen und ich muss definieren, was dieser Nutzer darf. Nämlich, der Nutzer heißt Isinga, er darf nur lesen, zugreifen und die Verschlüsselung ist mit SHA und AES mit dem jeweils der gleichen Passphrase. Der Aufruf, der ist dann halt ein bisschen länger als mit SNMP V2, weil halt die Passphrase dann mit drin ist und quasi auf beide, auf Handshake und Transport irgendwie Algorithmus hingewiesen wird, aber das ist im Endeffekt irgendwie einfach. Also, man, ja. Ach so, und man kann auch beides aktiv lassen. Man kann sowohl die Community definiert lassen, als auch den SNMP V3-Part und dann geht halt beides. Dann geht sowohl 2C als auch, auch 3. So, um Plugins über SNMP auszuführen, kann man mit dem Extend-Command ein Kommando definieren. In der SNMP-D-Konfiguration des Zielservers, also da, wo der Daemon drauf läuft, und kann halt auf ein Plugin verweisen, was ausgeführt werden soll. Und dieses Plugin kann dann mit Check-SNMP über die passende OID aufgerufen werden. Und die könnt ihr relativ leicht bekommen. Ich habe hier einen Walk gemacht, wo ich die Extended Object Abfrage, es ist genau ein Object definiert worden, da ist denn der Pfad zum Plugin drin, ist hier in dem Plugin Checkout und also was Teil der Monitoring Plugins oder die hießen ja Managios Plugins ist und dann haben wir die verschiedenen Ausgabewerte, die zurückkommen von Checkout und wir können durch Abfragen dieser einzelnen ID kriegen wir den aktuellen Ausgabewert, da wird also das Plugin ausgeführt und der entsprechende Ausgabewert, den wir abfragen, können wir direkt ins Nagios laden. So, einige Empfehlungen nochmal zu SNMP. Also wenn immer SNMP V3 anwenden,
2 zu 1 bevorzugen, dass beides out of band fahren. Also ich würde weder 2C noch 1 in einem Nutzernetz fahren. Mit dem Community String, ich würde sehr davon abraten, immer sowas wie public oder lease mich oder irgendwie sowas einzusetzen, sondern halt wenigstens ein richtiges Community String zu setzen, dass man mit Scripts das nicht automatisch ausprobieren kann. Dann kann man das Zugriffsinterface irgendwie einschränken auf ein bestimmtes Netz, was an einer bestimmten Karte angelegt ist. Das macht man mit dem Agent-Adress und indem man quasi einfach die IP-Adresse der Interface-Karte einträgt. Und dann lässt sich unter V3 lassen sich keine Einschränkungen bzw. des abfragenden Rechners machen, weil davon ausgegangen wurde, nehme ich mal an, irgendwie, dass das mit der Verschlüsselung sicher genug ist. Aber unter 2C kann man eine IP-Adresse und auch den OID-Subtree, also den Bereich, wo eine Anfrage von einem bestimmten Rechner möglich ist, irgendwie einschränken. Das lässt sich auch relativ leicht machen, indem man quasi hinter die Community, man definiert in dem Fall eine Read-Only-Community, hat den Community-Namen dahinter, der denn nicht public ist, und hat die IP-Adresse des Monitoring-Servers, und dann kann man den OID, entweder eine spezifische OID hinsetzen oder halt irgendwie den entsprechenden Subtree, wo man eine Anfrage irgendwie ermöglichen möchte. So, mit SSH geht das im Endeffekt ein bisschen anders, aber im Endeffekt genauso einfach. Ich erzeuge einen Schlüssel ohne Passphrase und dann schreibe ich vor den generierten Public Key, definiere ich ein Kommando, in dem Fall Echo SSH Test. Das heißt, als Ausgabe kriege ich SSH Test. Dann noch ein paar Parameter, wo ich quasi die Möglichkeiten einschränke, die mit dem Kommando verknüpft werden können. Dann kommt der Schlüssel, das ist der Teil, den ich rausgeschnitten habe, und dann im Endeffekt ist der, wo der Schlüssel generiert wurde. Und wenn ich jetzt, dann kopiere ich den Schlüssel quasi auf den Public Key, auf das Zielsystem, was ich überwachen möchte, auf dem natürlich das Kommando dann hier vorhanden sein muss. Das heißt, hier steht dann mit Pfad Plugin drin, was ausgeführt werden soll. Und wenn ich jetzt ohne Terminal Session mit dem entsprechend angegebenen Key, der müsste dann ID RSA Echo heißen, das ist jetzt hier irgendwie falsch, es muss natürlich entsprechend zusammenpassen, wie ich ihn da oben definiert habe, kommt direkt als Ausgabe die Ausgabe dieses Kommandos zurück. Das heißt, man kann auch über eine SSH-Session denn remote so ein Kommando irgendwie ausführen. Wer von euch hätte jetzt das Argument, dass SSH zu viel Ressourcen verbraucht? Also SSH-Multiplexing kann man sich angucken, kann man eine Verbindung haben zu einem Zielrechner, da werden alle weiteren Sessions irgendwie durch die Multiplexing-Verbindung geladen, dafür fällt der Handshake immer komplett weg und dann spart man sich ganz erheblich Ressourcen. Frage zu der vorletzten Zeile. SSH-Copy-ID auch geklappt? Oder ja, aber es ist ja nicht auf jedem Rechner. Deswegen, ja. So, nochmal zu NRPE, ein paar Empfehlungen. Also nicht auf NRPE verlassen. Also SSL aktivieren, gut und schön. Es ist aber nicht sicher. Man in the Middle ist möglich mit der SSL-Implementation von CheckNRPE. Sie ist aber kaputt. Das ist der Stand habe. Es gibt einen Patch dafür seit 2012 und der ist bis jetzt noch nicht im Code drin. Ich würde empfehlen, es lässt sich der Zugriff auf den Monitoring-Server irgendwie einschränken. Das ist in der NRPE-Conf. Und oder halt in einer XINET-Dekonfiguration, wenn man den Server dann bloß startet, wenn eine Anfrage läuft. Dann Root-Kommandos, da gibt es ja im Endeffekt bei den Monitoring-Plugins nur zwei. Das ist DHCP, war das eine, noch einen anderen Check. Wenn man die ausführt, dann über sudo definieren. Das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber ich gebe nachher eine Webseite, wo ich nochmal ein How-To dazu verfasst habe.
Das heißt, alle Kommandos, die Root-Rechte benutzen, empfehle ich, um für die Sudo-Variante und nicht SOID zu nehmen. Dann alle, es lassen sich Kommandos als Alias definieren unter NAPE. Unter dem Alias lassen sich dann alle Parameter mitgeben, die mit dem Kommando verknüpft sind. Und dann kann man zusätzliche Parameter unter NAPE komplett streichen. Unter Linux ist es der Parameter don't blame NAPE. Und unter NSClient++, das ist ja dann die Windows-Variante, ist es allow arguments und allow nasty characters. Also allow arguments ist das Relevante, um Argumente zu unterbinden und quasi alle Checks über ein Alias laufen zu lassen. Und nasty characters ist, dass man Sonderzeichen irgendwie raussperrt. So, jetzt, was sollte man immer monitoren? Also das ist jetzt meine Empfehlung. Also ich würde den Ping über Check ICMP machen generell. Dann würde ich die Service Ports, also TCP geht ja relativ einfach, UDP klappt unter Nagios nicht wirklich gut. Die Service Ports auf Verfügbarkeit überwachen, die Netzwerkbandbreite, dafür die nächsten Plugins, die ich hier nutze, für Check, also das sind alles SNMP-Plugins, die von aus der Manubulon-Suite kommen. Die ist schon ein bisschen veraltet. Da gibt es eine gefixte Fassung von Michael Friedrich, das ist einer der Singer-Entwickler, die findet man auf Git. Und das Vorteil ist, also das sind diese Checks lassen sich alle auf Windows und Unix-Systeme anwenden. Das heißt, wenn man hier out-of-band fährt, kann man 2C fahren übers Outband-Netz. Alle Systeme, sowohl Windows als auch Unix-Systeme abfahren, was irgendwie von Vorteil ist, um Graphen zu bekommen, die vergleichbar sind. Also Netzwerkbandbreite, dann CPU-Load, dann freier RAM und Swap, dann Festplattenauslastung, dann Prozesse, also es hängt jetzt jeder davon ab, was man für ein Zielsystem hat, ob man einen Apache-Webserver hat oder irgendeine Datenbank. Natürlich muss man wissen, wie viele Prozesse ist jetzt normal auf meinem, wenn ich einen Apache-Webserver habe, kann 4 normal sein, 8 normal sein. Man guckt sich eine Weile an und dann kann man das entsprechend irgendwie die Thresholds einstellen, um zu sehen, ob man da ein Problem hat oder hängende Prozesse, die dann zum Beispiel auf einen versuchten Exploit irgendwie anweisen können. Oder auch auf Zombie-Prozesse checken. Das ist was ganz Einfaches und wenn ein Exploit schief läuft, es besteht eine gute Chance, dass da ein Zombie entsteht und den kann man damit sehen. Und dann haben wir nochmal Sicherheitsupdates. Debian Ubuntu Check Apt, es gibt Check Zipper, das war SUSE, Check Updates ist irgendwie Red Hat und Alias Updates findet man bei NSClient++, ist ein kleines Skript, was auf Windows Updates checkt. NSClient++ ist Windows, es ist ein NAPE-Agent. So, also was noch? Hat er gesagt, ich hatte eine Sammlung irgendwie von möglichen Plugins, die man fahren kann, die darüber hinausgehen. Ich habe davon 10 ausgesucht und ich würde mich freuen, wenn ich da von euch ein bisschen Feedback komme, wenn ihr andere Sachen macht, die so in die Richtung gehen oder wenn ihr sagt, ja, der Check ist ja total blöd, der hilft ja überhaupt nichts, würde ich gerne von euch irgendwie erfahren. Also das Offensichtliche ist, wenn ich die Standarddienste monitore, sehe ich sowas wie DOS. Ich sehe es nicht erst dann, wenn der Dienst nicht mehr geht, sondern ich sehe, dass Last steigt auf dem Netzwerkport, in der Datenbank, was die Erreichbarkeit angeht, wenn ich den Ping mache, die Latenzen gehen hoch. Das heißt, ich habe eine Vorlaufzeit, die ich ohne das Monitoring nicht hätte, aber die natürlich irgendwie schon durch sowas wie ein Ping schon mal so ein bisschen da ist. Aber das ist DOS haben wir relativ schnell. Dann gibt es Brutefort SSH Password Guessing. Da gibt es also natürlich kann man sagen, also SSH-Server, warum nur mit Passwort? Können die Nutzer da nicht irgendwie einfach einen Schlüssel generieren und dann können wir Schlüssel und Passwort machen und dann haben wir die ganzen DOS-Angriffe nicht mehr so in der, sind ja nicht mehr so ein Problem. Es gibt ja diese Fail-to-Ban-Skripte, damit kann man eine ganze Menge erreichen. Wenn man dann zusätzlich die Zahlen, die Zahl der Einträge in der
in den Authentication Log Files irgendwie monitort, dann sieht man, wenn, also sage ich mal, etwas komplexere Angriffe gefahren werden. Das heißt, wenn jemand mit vielen IPs also schafft, an Fail-to-Ban vorbeizukommen, dann kriege ich viele Einträge in meinen Logfiles und dann sehe ich, hier habe ich jemanden, der mich vielleicht irgendwie mehr auf dem Kicker hat irgendwie als andere. Ne, hier ist eine erhöhte Last und der hat scheinbar die Ressourcen, um häufig die IP-Adressen zu wechseln oder irgendwelche Mechanismen, um an so einem Band vorbeizukommen. Also einfach Log-Aktivität. Kann man mit viel mehr, man kann überhaupt Log-Aktivität irgendwie grafen und man sieht mit zunehmender Anzahl von Einträgen in den Log-Files, dass man vielleicht irgendwas hat, wo man mal angucken könnte, was er glücklicherweise denn auf dem Log-Server ist. Ja? So, dann Scanning-Aktivität. Also ich bin eigentlich jemand, der denkt, also Scanning ist ja total in Ordnung. Ne? Also ich meine, das ist ja wie Umschau. Das ist so ein bisschen, wo ich jetzt so herkomme. Und es ist allerdings, das mag man nicht so gerne, wenn es auf dem eigenen Server ist, aber es ist immer so der Vorlauf, das kann jetzt irgendeiner sein, der sich jetzt mal umschaut, ist ja okay. Ne? Oder das kann auch ein Vorlauf für einen Angriff sein. Und der kann ja irgendwie ein halbes Jahr später kommen, denn von jemand ganz anders, aber die Daten werden ja einfach mal eingesammelt. Und wenn es dann die NSA später macht, die sammeln ja auch. Ne? So, es gibt wie Ports Entry, die es ermöglichen, die Scan-Aktivität auf einen niedrigen Level runterzudrücken. Und da lassen sich jetzt auch mit einem Monitoring-System relativ einfache Regeln machen, dass man weiß, naja, draußen bekomme ich das die ganze Zeit. Aber wenn von innen das einer macht irgendwie, dann kriegt der Student eins auf die Finger. Oder das, wenn es jetzt irgendwie einer in der Buchhaltung ist, der das macht, dann ist es augenscheinlich nicht er selber, sondern irgendjemand anders. Das heißt, interne Scanning-Aktivität ist eigentlich das, wo man drauf achten muss, wo man was machen kann und wo man sich auch einen Alarm schalten lassen kann. Ja. So, Webserver-Compromise, hatte ich schon gesagt, irgendwie die Prozesse bei dem Webserver überwachen, das ist individuell für jeden Webserver, wie viele Prozesse da laufen und mit der Zeit lässt sich dann ein relativ kleines Fenster setzen, was da so normal ist. Dann Modifikation von sowas wie einer htaccess-Datei, einfach gucken, ändert sich die Checksumme, ganz einfacher Check und dann weiß man, ob da jemand modifiziert hat, sage ich jetzt mal. Und Website-Defacement ist ja auch ganz einfach. Einfach die Ausgabe, einfach die Webseite abfragen und sich ein Schlüsselwort raussuchen, wo man hofft, dass es denn Teil der Veränderung sein könnte. Ne? Und jetzt nicht von jemand aus dem eigenen Department irgendwie modifiziert. Das ist auch relativ einfach. Überhaupt SSL-Checks würde ich sehr empfehlen. Also prüfen, ob Webseiten irgendwie Plaintext irgendwie zurückgeben, wenn sie es nicht machen sollten. Gucken, ob die Zertifikate gültig sind. Überhaupt Zertifikate, warum nicht einen Alarm schalten, 3 Monate bevor das Zertifikat abläuft. Na, es ist total einfach und hilft einem, sich an irgendwas zu erinnern, nicht an einen blöden Zettel, der irgendwo an einem Monitor klebt und dann irgendwie eine Woche vorher total im Stress sein. Und dann die Score zurückgeben. Entschuldigung, ich habe es nicht ganz verstanden. Also es geht um einen Check, den es schon gibt, den du empfehlen kannst? Das ist eine Website von einem SSL. SSL Labs. Ja. Die haben einen Test, die testen für alle möglichen Errors und so etwas in Zertifikaten und in Webserver-Config. Okay. Ah, okay. Also das ist noch kein fertiger Check, das ist einfach ein Programm, was man dafür nutzen kann. Nein, ich habe einen fertigen Check dafür. Ah, super. Kannst du mir schicken? Ja. Das ist auf mein GitHub und ja, ich glaube auch im Ignatius stehen. Okay, super. Okay. So, man kann das Zertifikat natürlich auch selber prüfen. Da gibt es den Check SSL Zert.
Check für, der ist bei den Monitoring-Plugins, also ich meine die Nagios-Plugins, sage ich aber nicht mehr, Monitoring-Plugins. Und dann kann man natürlich irgendwie auch oft bekannte Sicherheitslücken checken. Zumindest fand ich das recht hilfreich, da hat jemand den Check Heartbleed gemacht. Da kann man natürlich relativ einfach sich mal so einen Check reinsetzen, Infrastruktur durchprüfen und den Leuten irgendwie auf die Füße treten, ja, jetzt müsst ihr euch mal kümmern, ihr habt hier ein Problem. Na, und den kann man dann wieder entfernen, wenn die Rechner entsprechend umgestellt sind. Also was würde ich nicht auf Dauer laufen lassen, das macht ja keinen Sinn, wenn die wenn diese Lücke einmal irgendwie gelöst wurde. Man kann sich auch Checks zusammensetzen, wenn man weiß, man hat jetzt auf irgendeiner Zert-Mailing-List gelesen, die Version von Apache, die hat ein Sicherheitsproblem. Ein Check, gucken, ob die Version irgendwo läuft. Na, einfach Versionscheck auf Programme machen, sich selber eine kleine Tabelle machen und prüfen, ob diese Version, die man da fährt, irgendwie geblacklistet ist. Oder nur ein Whitelist, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. So, DNS, Gesundheit, man kann irgendwie relativ einfach mit CheckDNS Auflösung prüfen. Man kann gucken, ob es der eigene DNS-Server ist, irgendwie, der da antwortet, ob der und ob der authoritativ ist. Würde ich sehr empfehlen, diesen Check zu machen. Ich habe das selber mindestens schon einmal erlebt, irgendwie, dass das auf andere DNS-Server umgeleitet wurde und das ist dann halt irgendwie ein bisschen doof. So, dann, also ich habe keine gute Lösung für diesen Check gefunden. Also im Endeffekt, wenn irgendwo in meinem Netz, was ich betreue, eine Backdoor aufgeht, dann geht die meistens irgendwie, ist sie inzwischen mit irgendeinem Klopfzeichen verbunden irgendwie. Das heißt, sie wird nicht die ganze Zeit offen sein. Aber ich kann zumindest gucken, biete ich Dienste an, die ich jetzt nicht überwache. Also die jetzt oder die mit irgendeinem Update von irgendeinem System, was ich da habe, irgendwie gefahren werden. Nun, das eigene Netz die ganze Zeit zu scannen, IP-Scannen ist relativ einfach irgendwie. Port-Scannen ist mit ziemlich großem Aufwand verbunden. Da kann man vielleicht einmal die Woche selbst kleine Netze irgendwie nur durchlaufen lassen, wenn man da nicht irgendwie Last erzeugen möchte. Da habe ich aber, also so richtig zufrieden bin ich mit der Lösung nicht. Da könnte ich Ideen gebrauchen irgendwie, wie man quasi auf interne Dienste, die man nicht, nicht überwacht, prüfen kann, aber in einem moderaten Zeitfenster. Ja. Ah. Ja. Ja, ja. Das wird aber natürlich dann vor allem spannend, wenn ich sag mal out of business hours, also wenn nach 18 Uhr dann auf dem Port offen geht, dann, und ich weiß, die Kollegen sind definitiv nicht da, dann weiß ich, aha, hier läuft irgendwas, was ich glaube. Hast du was in der Richtung? Na, die Server laufen meistens durch, oder? Nee, ich meine den Client und den Browser. Aber der Browser sollte alle laufen. Ja. Naja. Dann, Wir brauchen, auf Deutsch und Englisch. We use OSSEC for that, which you install as a client on all the systems, but that can monitor file changes and all the other stuff. And you can make a check that says, was there a change in the listening net report? Okay. Okay. Es gibt ein Projekt namens Assimilation Project, die macht Service Discovery mit sehr wenig Overhead. Das zeige ich dir mal. Okay, super, danke. Gut. Ja, das kann man machen, ja. Ja. E-Mail Security. Und zwar, ich glaube, der interessanteste Check, also ich weiß, viele von euch, ihr habt bestimmt auch noch irgendwelche web.de E-Mail-Accounts, die ihr ab und zu mal benutzt oder irgendwie sowas, ja? Und
Scheinbar prüfen diese großen Anbieter gar nicht, ob sie auf Spamlists drauf sind, sondern irgendwie warten sie, bis irgendeiner sich beschwert, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und ich glaube, ein sinnvoller Check ist, Blacklists zu überprüfen. Dann bin ich Open Relay, also gerade für kleinere Leute, die ihre, sage ich mal, kleineren E-Mail-Server fahren, irgendwie für eine kleinere Community, ist es, glaube ich, ganz relevant, auf Open Relay zu checken. Und die andere natürlich die Mail-Queue-Länge. Wenn ich spamme, wird meine Mail-Queue ziemlich lang werden. Und dann könnte ich ja mal genauer gucken, ob das jetzt einer von mir ist, irgendwie, ob das Sekretariat ist, was ich entschieden habe, irgendwie deutschlandweit irgendwie E-Mails zu verschicken. Oder ob es tatsächlich irgendeine interne Maschine ist, irgendwie, die das E-Mail-System irgendwie missbraucht. Oder ich vielleicht sogar eine Sicherheitslücke habe, von der ich nicht weiß. DHCP-Gesundheit. Ich weiß nicht, also das Problem, dass in einem internen Netz ein zweiter DHCP-Server da ist, würde ich immer noch als relevant einsehen. Es sei denn, man kann sich Switche leisten, die das unterbinden. So, und ich, meines Erachtens ist es nicht jeder Switch, der das leistet. Und da lässt sich auch relativ ein leichter Check umsetzen, wo man eine Anfrage ins Netz schickt und guckt irgendwie, ob da vielleicht noch ein Drucker antwortet und der Meinung ist, irgendwie auch Adressen zu verteilen oder sowas. Ne? Switch- und Router-Sicherheit. Es gibt bei den etwas teureren Switchen, Viele von den Geräten haben sowas wie Mini-Intrusion-Detection-Systeme da drin. Das heißt, jetzt, da wird ein Sicherheitsalarm geschaltet. Und bei Firewalls, da gibt es manchmal eine Lampe dran, wo angezeigt wird, Sicherheitsproblem. Man weiß nicht, wer davor steht und dann auf die Lampe guckt irgendwie. Da kann man natürlich die teuren Tools kaufen, die das irgendwie alles irgendwie zu irgendeiner Oberfläche zusammenpassen, die auch genau nur mit diesen Geräten funktionieren. Diese Alarmwerte lassen sich aus den meisten Switchen und Routern via SNMP auslesen. Also irgendwie MIP besorgen vom Switch-Hersteller oder Router-Hersteller und gucken, ob ich die entsprechenden Alarmwerte da drin finde. Also ob man kann ja zum Beispiel limitieren die Zahl der MAC-Adressen, die an einem Port zugelassen werden oder wie oft das wechseln darf. Und der Alarm, der da generiert wird, der läuft oftmals so lange, bis halt irgendwann der Port ausgeschaltet wird. Und dann kann man agieren, aber es wäre sinnvoll, irgendwie da ein paar Stunden Zeit zu haben, um zu sehen, ob jetzt einfach nur jemand irgendwie eine virtualisierte Umgebung auf seinem Laptop hat, was halt diese MAC-Adressen irgendwie erzeugt, oder ob ich da plötzlich eine kaskadierte zweite Infrastruktur habe, die ich eben nicht haben wollte. So, man kann nach Promiscuous Mode prüfen, das können die meisten Switcher machen, ob da Netzwerkkarten in den Sniffing-Modus geschaltet worden sind. Halte ich für sehr sinnvolles irgendwie Feature, weil für die meisten ARP-Spoofing-Attacks muss das auf dem Host gemacht werden. Und die haben auch direkten Impact auf den Switch selber. Und der Switch meldet es, aber guckt halt keiner auf die Diode vorne. Ne? MAC-Adresswechsel hatte ich schon irgendwie erwähnt. Dann auf dem Log, es gibt Check-Log, das kommt mit den Nagios Monitoring-Plugins mit. Es gibt aber auch irgendwie Check-Log-Files, das ist ein separates Plugin. Ist das von Lausa? Jetzt muss ich mal überlegen, ja, genau. Und das ist ziemlich komplex. Also damit lassen sich auch, komplexe Meldungen aus den Logs auslesen und interpretieren. Ich finde, dass die vorhandene Dokumentation in der Richtung ist zwar ausführlich, ist aber nicht wirklich hilfreich. Was ich hier gern sehen würde, ist eine Liste von sinnvollen Check-Logs, Checks. Ja? Also sich ruhig mal Check-Log-Files irgendwie auf der Webseite von Lausa angucken. Es ist netzspezifisch, gibt es bestimmte Logs, nach denen man manuell
Log-Einträge, nachdem man, wenn man ein Problem hat, manuell sucht irgendwie. Das lässt sich automatisieren mit Check-Log-Files. Ich würde das irgendwie empfehlen, aber wie gesagt, ich kann euch keine speziellen Beispiele da nennen, würde aber um eine Rückmeldung bitten. Der letzte Punkt, womit ich ziemlich positive Erfahrungen gemacht habe, irgendwie Firmware-Versionen irgendwie zu monitoren, das hatte ich ja schon erwähnt, irgendwie die meisten Geräte lassen sich mit 2 Firmwares beladen und dass man eine Blacklist bzw. eine Whitelist irgendwie betreibt mit Firmware-Versionen, die auf den eigenen Netzwerkinfrastruktur laufen. Okay. Ich habe das meiste, was ich hier vorgetragen habe, in How-To's oder in kleinen Rezepten, in meinem Buch. Ich habe eine Seite dazu, Monilog-Info. Dadurch, dass das Buch inzwischen, also das ist das Nagios Isinga Kochbuch, das ist bei O'Reilly erschienen, das ist bald out of print. Das heißt, irgendwie O'Reilly war freundlicherweise nett genug, um den Autoren die Möglichkeit zu geben, irgendwie die Rezepte irgendwie zu publizieren. Das werde ich sukzessiv auf Monilog Info machen. Alles, was ich hier erwähnt habe, oder ein großer Teil davon, ist in Rezepten enthalten, die ich geschrieben habe. Und die werde ich im Laufe der nächsten Woche irgendwie online stellen. Die könnt ihr euch dann irgendwie runterladen, was ihr dafür irgendwie, was euch vielleicht helfen könnte, um Konfigurationen nachzuvollziehen, die ich hier vorgeschlagen habe. Wie gesagt, ich würde mich über möglichst viele Rückmeldungen freuen, wenn ich Plugins geschickt bekomme. Ich gucke mir die gerne an, ich überarbeite die gerne und wenn der Autor damit einverstanden ist, dann würde ich die auch gerne irgendwie dann, kann der Autor oder ich würde es unterstützen, dass es irgendwie dann auch publiziert wird. Okay. Danke.